Hey Freunde, willkommen zu einem weiteren super leichten Achievement Guide, heute mit Castle of Pixel Skulls. Das Spiel kostet 5 Euro im Store und ihr könnt Platin oder 1000 Gamerscore in ungefähr einer halben Stunde bekommen. Was ihr dafür tun müsst, ist 40 Mal springen, 20 Mal sterben, das erste Level zu schaffen ohne zu sterben. Das seht ihr gerade hier im Video. Und ihr müsst außerdem noch 20 Levels beenden. Dann seht ihr auch noch so ein paar Fackeln auf dem Boden. Das sind die Checkpoints. Also wenn ihr irgendwo sterben solltet, werdet ihr am letzten Checkpoint wieder anfangen und müsst das Level nicht von vorne beginnen. Ich mache keinen kompletten Platin-Walkthrough, weil die Levels offensichtlich sind. Es gibt immer nur einen Weg, den man gehen kann zum Ende. Und es gibt noch einen kleinen Trick, mit dem ihr einige Levels, wo es ein bisschen trickier wird, ein bisschen besser schaffen könnt. Und zwar könnt ihr euch an der Wand festhalten und hochklettern, indem ihr dauernd den Sprungknopf drückt und die Richtungstaste, wo die Wand halt eben ist. Das hilft in einigen Szenen, wie zum Beispiel hier, sehr, sehr gut. So, das war's auch schon mit dem Spiel, Leute. Es gibt zwar ein paar schwerere Levels, aber allgemein ist das Spiel nicht sehr hart. Und ihr könnt es locker schaffen. Also, ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst gerne Feedback da, falls ihr Lust habt. Ihr könnt mich auch gerne abonnieren. Und wir sehen uns dann im nächsten Guide wieder. Haut rein und bis bald.